Ganz selten kommt es mal vor, dass kleine Küken mit einer Sprungfeder am Bauch geboren werden. Hier das Küken gelb markiert. Ein anderes Küken, das nebendran, zweiter Pfeil, das ist der Auslöser. Hier sieht man, wie es auslöst. Die Sprungfeder schnellt und das Küken fällt zurück nach hinten auf den Rücken. Hier liegt es jetzt auf dem Rücken, strampelt mit den Beinen, kommt nicht wieder hoch. Ein Trauerspiel. Jetzt könnte man meinen, das Küken hier, es schafft es nicht mehr, strampelt, versucht alles, aber es schafft es einfach nicht. Bis endlich zwei Kumpels kommen und sagen, hey, faule Socke, komm, steh mal wieder auf. Es ist nicht ganz ungefährlich, wenn Küken so lange auf dem Rücken liegen, aber ihr geht's wieder ganz gut. Hier bei dem Küken sieht man noch schön den Eizahn auf der Schnabelspitze, der fällt irgendwann ab. Auch dieses Küken hier, vor Müdigkeit einfach umgefallen, liegt auf der Seite, sieht aus wie tot, aber nein, es schläft einfach nur. Und ab jetzt bekommen meine Kleinen jeden Morgen ihren Kükenstarter. Also Brennnessel. Dazu ein paar Haferflocken. Und das hartgekochte Ei. So ein bisschen zum Picken und Spielen gebe ich den Kleinen auch noch so ein bisschen Moos. Das mögen die ganz gern. Zum Trinken kriegen sie Kamillentee. Und zum Fressen ihren Kükenstarter. Man kann sehen, wie es den kleinen, quirligen Küken richtig gut geht. 16 Bruteier hatte ich bekommen, vielen Dank nochmal an Reinhard. Von den 16 Bruteiern waren 14 befruchtet, 12 Küken sind davon dann geschlüpft und von den 12 sind leider nochmal 2 nach dem Schlupf gestorben. 10 Küken habe ich jetzt und sie schauen wirklich gesund und vital aus. Es ist doch unheimlich schön zu sehen, was diese kleinen Küken schon alles können, obwohl sie ohne Hühnermama groß werden, also ohne Glucke. Natürlich würde ich eine Naturbrut immer bevorzugen. Leider hat keine von meinen Hennen gegluckt, das heißt, keine wollte Eier ausbrüten und dann geht es nicht. Daher habe ich alle Eier in den Inkubator, also in den Brutapparat gelegt und dort die Eier ausgebrütet. Und es funktioniert auch wunderbar.